Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Video, zu einer weiteren Streckenvorstellung. Heute zum großen Preis von Japan vom Suzuka International Raceway Course. Bevor ich euch die Strecke zeige, vorab natürlich immer noch ein paar Fakten zum Grand Prix bzw. zur Strecke. Also die Strecke ist 5,8 Kilometer rund lang. Am Rennsonntag werden dort 53 Runden abgespult, was eine Distanz von ein bisschen über 300 Kilometer beträgt, wie immer. Rekordsieger ist Michael Schumacher, der auch den Rekord für die meisten Poles hält. Siege sind 6, Poles sind 8. Den Rundenrekord stellt 2005 Kimi Räikkönen auf mit einer 1,31,5. Suzuka ist seit 1987 durchgehend im Kalender, bis auf zwei Ausnahmen. 2007 und 2008 wurde in Japan auf dem Fuji Speedway gefahren. Danach, also seit 2009, aber wieder nur Suzuka. Ja, ich glaube, das waren so die wichtigsten Fakten. Fahren werde ich hier im McLaren Honda. Setup ist mir jetzt gerade Wurst. Deswegen gehen wir raus, zeige euch die Strecke. Wollen wir erstmal wieder ein Spiel gewinnen? Lange nicht mehr gespielt. Also, letzte Kurve rein. Lange rechts. Hier bricht das Heck schon gerne mal aus, wie wir im ersten freien Training oder im zweiten freien Training von Dani Kvyat gesehen haben. Der ist gerade Nummer 1, beziehungsweise es ist die einzige. Hin zur ersten Kurve. Hier ist Mut gefordert. Und das war ein bisschen zu viel Mut. Zweite Kurve, nicht zu weit über den Randstein. Außen durch den Randstein mitnehmen. Und jetzt Schwung holen. Für links, rechts. Für die S's. Nächstes links. Nächste links, nächste rechts. Ah, da ein bisschen zu weit rausgekommen. In die schnelle, lange links hin zum Ende des ersten Sektors. Dann die schnelle Rechtskurve hin zum Rechtsknick. Vorsicht am Ausgang. Immer gefährlich. Schon sehr viele Autos draußen gewesen dort. Kommen wir hier nun zur Stelle, wo Dani Kvyat letztes Jahr seinen wunderbaren Überschlag hatte. In die Spitzkehre, langsam zur Stelle der Strecke. Rauf so, ne, ich sag mal auf die Gegengerade. Fast auf die Gegengerade. Hin zur Spoon Corner, zur Löffelkurve. Im fünften Gang fahren. Sind ein bisschen verbremst. Curve durchaus mitnehmen und dann geht's drauf auf die gerade hin zur 160 R-Kurve. Sehr viel Mut wird hier gefordert. Bei der Anfahrt 290 und dann geht's durch. Nicht mehr ganz so viel Mut gefordert wie noch vor 10 Jahren. Trotzdem immer noch eine Hammerkurve. Dann wieder die Rechts-Links-Schikane und dann sind wir auch schon wieder auf Start und Ziel. DRS noch einmal öffnen und dann war es eine 1,41. 10 Sekunden langsamer als der Rundenrekord. Das war eine Runde in Suzuka. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst wie immer ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann in, meiner Meinung nach, 2 Wochen wieder zum viertletzten Rennen der Saison in Austin. Ja, in Austin. In den USA. Also spätabends. Frühmorgens, heute spätabends. Bis dahin, macht es gut. Wir sehen uns da. Ich fahre jetzt noch den ersten Sektor zu Ende und dann bin ich raus. Haut rein!